Und herzlich willkommen zum Kristallturm. Wir sind drin und wir müssen den Kristallturm jetzt nach oben. Und ich müsste mal speichern. Hihi. Das geht ja natürlich nicht. Scheiß drauf. Ich speichere jetzt nicht. Alles oder nichts. Wir machen ja Vollgas. Jetzt kommen bestimmt gleich übelst Hardcore-Gegner, die uns einfach mal vernichten. Ah, vernichten. Wir sind jetzt wohl alle am Start, oder was? Warum mache ich denn hier so wenig Schaden? Sind die voll ausgebaut, oder was? What? Wie cool. Da haben wir gleich an der EP sehen, wie viel wir bekommen. Ich glaube ja. Ich glaube ja. So, gehen wir mal nach unten. Da gibt es doch bestimmt eine Truhe. Na, was? Hier sind. Alter, was ist denn hier los? Ich mache gar keinen Schaden. Oh, die haben einen Schwachpunkt. Ich habe genau die falschen Miragen am Start, ne? Ey, was ist denn hier los? Sag mal, ich kann ja wieder niemanden nehmen. Ich könnte den Mega-Mirage beschwören. Hahaha. Nee, das ist jetzt blöd. Ah, die machen. Ah, pass mal auf. Blenden hier. So, Angriff. Fertigkeiten. Linke Klaue. Naja. Schlafblatt, Schlafblatt. Was ist denn das, ey? Ich mache ja keinen einzigen Zentimeter Schaden. Jetzt brauchen wir mal hier einen Übertrank, habe ich gehört. Obwohl, ne, wir nehmen erstmal nur einen Supertrank. 1700 und jetzt tun wir uns mal hier etwas durchwursten durch die Gegner. Das ist eigentlich ziemlich, ich will nicht sagen langweilig, aber das muss ja sein. Wir kriegen dann gleich bloß noch die Hälfte an Schaden. Donnerhorn. Bei dem ist es nicht so effektiv, ne? Der Mithril-Riese, der ist halt. Und ich will mir die eigentlich auch gar nicht fangen. Schön, dass der so schnell ist. Der ist down. Ne, Gegenstände, eine Mega-Phönix. Eine Phönix-Daune. Genau. So, die sind wieder am Start und gestartet. Das ist ja ziemlich krass. Hier muss man immer hoch und runter laufen und dann immer die richtigen Miragen sich zu holen. Oh, was? Das überlebt er noch oder wie? Jetzt. Jetzt können wir durchstarten. Und vielleicht noch irgendwie eine absorbiert Trefferpunkte. Oh, was? Hat auch noch sowas Schlinge. Schaden, Feuerer. Feuerer, mal gucken. 500, das bringt nicht viel. Fertigkeiten, Saukrallen. Kommt 600 dazu. What the hell? Fertigkeiten, was haben wir hier? Refleck, magische Schaden, Blätterdolch, hier, Gift.
Natürlich nicht. Was hatte er noch in Fertigkeiten? Vita hätte er noch. Vergessens Minuet. Konzentrations Minuet. Magischen Erdschaden. Wo Erdschaden? Erdschaden ist doch gut, oder? Bringt noch nicht so viel. Schade. Gibt's halt immer jetzt erstmal nur Schaden normal gegen die, und ich glaube immer noch, die sind wirklich alle voll max gelevelt. Deswegen haben die auch so eine extreme Verteidigung, und ich weiß nicht, ob es das bringt, wenn ich den jetzt hier fangen sollte. Geh mal auf Analyse. Ob der dann so stark ist, ne? Triff sie mit einem Konter. Schön. Ich habe meinen Behemoth nicht mehr dabei. Der ist nämlich gerade XL. Weißt, Junge. XL. Verstehst? Ganz schlimm sowas. Das überleben wir gerade so, oder was? Ich hoffe doch. Er hat verfehlt und jetzt machen wir ihn glatt, oder wie? Ich war. Nee, oder? Doch. Schön. Sehr schön. Und nur 18.000 EP. So. Blitzmagnet. Habe ich das nur einmal? Du hast einen Glaskristall erhalten. Schön, Gegenstände. Und erstmal hier mit Heiltränken voll pumpen, bis wir hier wieder maximal sind. Okay, Ren braucht ja keinen mehr. Die hatte diese tolle Fähigkeit, dass sie das absaugen kann von den Gegnern. Was willst du? Glaskristall, ja. Kommen wir hier. Wo kommen wir denn überhaupt hier hin? Okay. Gibt es hier irgendetwas? Was wissen wir jetzt noch? Ah, ich muss erst mal ganz nach oben, damit ich ganz nach unten kann. Ah, alles klar. Alles klar, okay. Dann machen wir halt nach oben. Und da kommt bestimmt irgendwas anderes noch am Start an hier. So, was haben wir denn hier am Start? Süß, das können wir gleich mal so normal laufen lassen. Gut, das ist wieder dieses typische Mini-Gelumsch, sagt man bei uns. Was nicht wirklich jemand braucht. Aber 15.000, wir haben vorhin 16.000 bekommen für einen viel, viel härteren Kampf. Und jetzt bekommen wir 15.000 für so ein Larifari. Also ist das ja hier eigentlich eine Goldgrube des Kämpfens. So, wir brauchen noch eine Glaskugel. So ein Glaskristall oder so eine Glas. Oh, da hinten ist was Grünes. Was ich stehe jetzt, können wir da ran? Yeah, was ist denn das? Ein grüner Kristall. Da bin ich aber jetzt mal gespannt, was das ist. Was ist denn das? Minotaurer. Die machen ja auch nichts hier, oder was? Ah, pa, pa, pa. Ich will ja nicht überheblich klingen, aber. Ah, wir können schon. Jawohl, jawohl, einfangen. Minotaurer, fang ihn ein. Was ist los? Und ja, haut ab. Stapelzerstörung, was bist denn du von mir? So, einfangen. Yeah, wir haben eine neue Mirage schon seit einigen Folgen. Mal wieder eine Mirage gefangen. So, 186 Gil. Und da schauen wir mal nach. Haben wir ja noch gar nicht gehabt. Das ist cool. Das ist sehr cool. Jo. Erde und Feuer, das ist gut. Das kann man mal.
Das kann man ruhig mal mitnehmen. M, also wird es zu L. Die wachsen ja immer normal, ne? Will ich den mitnehmen? Na, aber 100 Pro will ich den mitnehmen. Und zwar gegen... Die sind ja auch schon Level 30. Gegen Schneefleckchen. Nee, nicht gegen Schneefleckchen. Und zwar gegen... Ja, komm, gegen ihn hier. Weil Schneefleckchen möchte ich eigentlich gerne weiter hoch pushen. Die wird mal übelst stark. Und ich glaube, aus Schneefleckchen wird nämlich auch Shiva. Hoffe ich ja, zumindest. Dass daraus Shiva wird. What? Jetzt muss ich mal gucken. Das sind Teleportationssteine. Ja, okay, anders hätte es ja nicht klappen können. Was ist denn hier? Yeah. Mach's kaputt, Junge. So, was geht hier? Drei Super-Äther. Und dann gehen wir halt unsere Treppe weit hoch und jetzt kommt bestimmt gleich wieder so ein ekliger Kampf. So ein richtig ekliger... Ich mag nicht diese Kämpfe mit so gegen solche Minigegner, die so ewig lange dauern. Die nur so stark sind. Wenn da so starker Gegner kommt, na klar, dann wird alles gezündet, was wir haben. Aber da... Nee. Nee. Und ich würde auch empfehlen, anfangs zuerst die Behemoth-Bestie oder halt XL. Bei mir ist ja der Behemoth... das Vieh da. Und den würde ich zuerst rufen. Erst das XL. Die XL Mirage. Und danach erst die Medaillen zu wirken, denn dann habt ihr wenigstens danach wieder etwas AP. Was ihr ja sonst nicht habt. Weil ihr ja dann frisch 0 habt. Oder 1. Und so habt ihr dann wenigstens schon mal 3. So. Ach, guck an. Ja, komm. Ihr habt nämlich das, was ich brauche, um dort in den Keller reinzukommen. Here we go. Yeah. Erlöser. Und zwar Snow. Schauen wir uns mal an. Time to put a stop to this. Ready by time. Sehr cool. Also nur 1000 und das kann ich keinem mehr machen. Ach Mensch. Naja, auf die Bestie hier. Donnerhorn. Jetzt geht's halt nochmal los hier mit solchen langwierigen Kämpfen. Ach nee. Schwachpunkt natürlich wieder. Wir machen schon mal 900 Schaden. Wie viel haben denn die an HP? Das ist ja verrückt. So, den ersten haben wir gleich raus. Ein Volltreffer, wunderbar. Das heißt noch 3 Schläge, da müsste der raus sein. Hat geblockt, okay, da kommt noch einer dazu. Also jetzt müsste der letzte kommen. Was ist los? Kommt halt jetzt der letzte. Donnerhorn. Naja. Oder macht das langsam immer mehr Schaden. Aber. Das war jetzt dein Todesurteil, mein Freund. Jetzt mache ich einen Stapel und jetzt sauge ich dich aus. Na aber. Stapeln. Fertigkeiten. Saugkrallen. Kriegt das 1:1 wieder, ne? Sehr geil.
Schön. Die ist fast wieder voll. 18.000. Blitzmagnet. Und haben jetzt nochmal so eine komische Kristall. Ein Glaskristall haben wir bekommen. Okay, also müssen wir hier alle wieder fertig machen, damit wir dort unten reinkommen. Na, da bin ich aber jetzt mal gespannt, was daraus passiert. Jetzt haben wir uns mal voll. Jetzt haben wir noch die Truhe ab. Dreimal Phoenix Down erhalten. Kann es vielleicht sein, dass wir dann hier oben gegen unsere Mutter kämpfen müssen? Kann es wirklich sein? Oh, da ist noch ein roter Kristall. Aber wir haben nichts zum Flattern, ne? Schade. Bin ich mal gespannt, wo der zurückgeht. Oh, was ist das denn? Ist das ein Eistomberry? Ein Frostberry? Ist das cool. Ist das cool. Wie viel, also, okay, das bleibt down. Noch ein Hit, dann ist er weg. Wunderbar. Mal schauen. Wunderbar. Kein Gegenstand bekommen. Okay. Oh. Tama hat was gefunden. Na dann. Was hast du hier gefunden? Erdmagneten. Jawohl. Tama, stand by for Warp 10. Roger the Wilco, standing by. Sehr cool. Ich glaube, wenn die so gut zusammenpassen, müsste man die eigentlich mal zusammen auf den Stapel hauen, oder? Sehr cool. So, jetzt sind wir gleich ganz oben. Auch noch als Stapel. Was ist denn hier los? Okay, verfehlt, na, müssen wir normal angreifen hier. Aber die haben natürlich jetzt, ihre Attacken sind natürlich Küchenmesser. Der war gar nicht mal so schlecht vom Frostberry-Stabe. Das Küchenmesser. So, jetzt werden wir uns aber an ihn nähren mit Saukrallen. 800. 800. Kriegen wir da drauf oder was? Wie geil. So, der ist weg. Ist das cool. Eigentlich brauchen wir die ja gar nicht freizuschalten. Die werden ja sowieso in den Levelbereichen dann freigeschalten. Außer man braucht dann noch irgendwas anderes dazu, aber letztlich müsste man ja alle besitzen dadurch. Indem man sich die Haupt Miragen halt holt. Gerade was bei dem kleinen Hai, bei den Miniluddern, da kriegt man ja alle Sorten davon. Tomberry haben wir glaube ich noch nicht, den Frosch haben wir aber zum Beispiel, das kriegen wir auch alle Miragen des Frosches zusammen. Super! 33.000, für was? Riechsalz, 754 Skill. Ich bin echt mal gespannt, wie stark es noch wird. Wie stark die Miragen noch werden. Weil so stumpfes Grinder, oh, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das die Erfüllung des Spiels hier dran ist. Wir können hier doch speichern, denn hier wird gleich irgendetwas passieren. Wir speichern mal. Und dann schauen wir mal, was jetzt passiert. Wo bringt der uns hin?
Am Arsch. Doch, das ist gut. Jetzt können wir nicht nach unten laufen. Das war jetzt gut. Ich habe schon gehofft, dass so einer kommt. Wir müssen auch, glaube ich, nach unten, oder? Kann das sein? Ach du Gott. Ach du Gott. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Laufen wir weiter nach unten. Und dass wir jetzt den nächsten Weg aufmachen können. In der Hoffnung, es kommt nicht noch einer. So, Glaskristall, ja. Und gleich ein Kampf hinterher. Oh. Stapel. Okay, Minotaur. So, jetzt kommt der nächste Minotaur gleich dran. Und dann kommt der Stapel dran. Also die sind schwach. Und geben letztlich aber dennoch sehr viel Erfahrungspunkte. 30.000 schon wieder. Unser Mandragora ist Level 39, Len 44. Die linke Klaue 40. Ich will gar nicht wissen, was mit unserem Behemoth passieren würde, wenn wir den mit drin hätten. Aber schnell leveln die dadurch nicht, diese XL-Miragen, ne? Also man muss die schon auf L-Miragen und mitnehmen und dadurch leveln, dass die dann halt stärker werden. Sonst dauert das wesentlich länger. Gut, kommt jetzt noch eins. Oh, was bist du jetzt schon wieder? Was bist du? Oh, okay, ich glaube, wir müssen hier oben alle Blitz-Behemoths besiegen, damit wir hier unten weiterkommen. Aber ich nehme schon natürlich mit auf diese kleine, aber feine Reise. Ach na, da können wir gleich automatisch laufen lassen hier. Das ist ja Pillepalle. Die halten nur noch zwei Hits aus, ne? Zwei Hits, also sind es sechs Schläge. Wir kriegen für die sechs Schläge 22.000 EP. Und einen Supertrank. Super geil. Das ist klasse. Okay, wir können also jetzt immer wieder runter mit dem blauen Kristall. Dann machen wir wieder hoch. Auf diese Ebene. Okay, rot auf rot. Da heißt, wir brauchen unten flattern. Okay, was brauchen wir hier? Gewicht 9 oder schwerer, Windresistenz 75 oder stärker. Okay. Schauen wir mal nach. Wind. Windresistent. 50. Nimm mal das einfach hier. Was? Wie jetzt? Linke Klaue hat Minus, Mithrilriese hat Minus. Okay. Alles klar. Und ohne kommen wir nicht weiter, oder was? Doch kommen wir weiter. Wir kommen weiter, indem wir hier das nicht untersuchen können. Was ist denn? Was ist denn das? Jetzt muss ich zurück. Was ist denn das? Einhorn? Ach, süß.
Heilendes Horn. Ich bin zu stark für dich, mein Freund. So, jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier noch. Ne, was wir hier benötigen bei dem Einhorn. Ursache Zustandsveränderung. Okay. Kein Problem. Dann machen wir das einfach mal. Also kriege ich erstmal einen Angriff rein. Und jetzt nehmen wir mal Wallum. Wallum ist eine Zustandsveränderung. Oder auch nicht. Ich hätte Reflekt machen müssen. Dann brauchen wir einfangen. Na, mal schauen, ob wir es hinkriegen hier. Lass mal durchlaufen. Jetzt haben wir's. Unser Einhorn. Junge, Junge, Junge. Okay, alle Heilmittel. Und wir haben ein Einhorn. Schön. Standardnamen verwenden. Ich bin mir sicher. Möchte sie es mitnehmen? Möchte ich es mitnehmen? Nein. Es bleibt bei Seraphie. Also wir müssen jetzt runter uns Windresistenz holen. Das ist ja ziemlich krass. Und dann wieder hoch und den Schalter betätigen. Na dann. Schauen wir mal nach, was sich hier machen lässt. Den Mira-Tresor aufrufen. So, das Schneeflexion ist 50 auf Wind. So, jetzt schauen wir nach, was wir noch so an Wind haben. 25, 50 S. Wir brauchen mal ein M. Da hätten wir hier nochmal 25, haben wir vielleicht noch ein bisschen mehr irgendwo gleich. 75 hier. Und am besten noch eins mit L. Was gegen Wind unanfällig ist. Der, oder? Ja. Er hier. So. Und dann geht's wieder hoch. Das wäre natürlich, wenn wir jetzt den ganzen Weg wieder zurücklaufen müssten. Ach, Jemine. Gut. Gehen wir mal hin. Ja. Also, wir haben unseren Magitek-Mag. Dann in der Mitte hatten wir die Zweitechse. Und hier oben hatten wir das Schneeflexion. So, wenn das jetzt nicht reicht. Sehr cooler Kampfstapel. Sieht sehr cool aus. Ah, wunderbar. Jetzt sind die. Die sind jetzt offen. Ich speichere nochmal. Ich speichere nochmal. Und dann laufen wir mal weiter, denn es geht nämlich jetzt hier höher. Es geht viel höher. Immer hoch hinaus. Kristallturm, zweites Geschoss. Wie viel wird es denn da geben? Wir sind im zweiten Geschoss. Na, schauen wir mal. Hinten ist noch eine Truhe, die machen wir auch gleich nochmal auf. Und natürlich ein Kampf. Wie kann es anders sein? Na, das ist ja mal ein einfacher Kampf. So, der erste ist raus. 100 Schaden. Naja, naja, naja. So, den nächsten Minotauchen raus. Dann kümmern wir uns jetzt um das Einhorn. Ach, ist schon raus. Ha, wunderbar. Aber wir haben es vergiftet. Sehr geil. Sehr geil. Jetzt machen wir auch schon mit über 1000 Schaden. Das Gute ist, dass ja unsere zwei Geschwister hier ständig im Level steigen. Werden wir nicht zwingend schlechter. So, noch zwei Hits.
Ach, schade. 3. Dann halt noch einen. Und gewonnen. Wieder mal. 42.000. Der Wasserfrosch, der ist ja nur... Boah, auch schon 40. Eine Mega-Phönix. So, jetzt schauen wir mal nach, was uns hier die nächste Etage zeigt. Na komm. Laufe hoch. I'm about ready to... Hey, wait, you're not even walking. Genau, die läuft gar nicht. Erstschlag. Wann hatten wir denn das ist letzte Mal? Erstmal den Mino tauchen, ja. Dann ist der nämlich raus. Jetzt noch das Einhorn hinterher. Schütteln. Uiuiui. Der Metrilriese. Alles klar. So, ich glaube, wir sind schon mit unserer Zeit schon drüber oder mit 30 Minuten. Ich sehe es ja hier nicht. Dadurch, dass ich ja über PS4 aufnehme. Aber. Wieder verfehlt. Du Trottel, du Armer. So, 26.000, wieder alles nur bling, 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 level up, level up, level up. Was ist hier los? Was ist hier los? Sis? Huh? Rain? Is something wrong? No trivia, so I guess that means she isn't upset at me. Hello? Rain? What's up? That's what I want to know. What's the deal? It's hard to explain. I guess I sort of... Krass! Sehr krass. Jetzt brauchen wir eine Mirage, die das Flattern beherrscht. Da haben wir auch einen, nur nicht mit. So wie immer. Krass. Das finde ich cool, dass man jetzt quasi von allen Miragen so diese spezielle braucht. Und dann halt hier schnell leveln kann. Oder hast Regena, das bringt ja nicht viel. Tschüss. Das ist cool, das ist wirklich sehr cool. Okay, das hat jetzt nicht so viel gegeben, aber ist ja nicht so schlimm. So. Sprich, wir müssen jetzt wieder runterlaufen und uns eine Flattermirage besorgen. Schade. Das ist ja wirklich ein... Ein richtiges Rätsel, der Kristallturm. So, ja, können wir eigentlich durchgehend normal angreifen. So stark sind die jetzt auch nicht. Aber gibt wieder nur 14.000. Schade. So, ene mene mu. Auch noch 7, dann ist unser Zweitdrache wieder ein Level up. Und das sieht dann bestimmt letztlich ganz cool aus. So. Grün brauchen wir jetzt. Dass wir wieder hier rüberkommen. Gut. So, zum Speicherpunkt. Schnell. So, jetzt nehmen wir uns noch schnell die Mirage mit. Und zwar gegen... Brauchen wir nochmal Wind? Ich glaube nicht, oder? Wer beherrscht ein Flattern? Fertigkeiten anzeigen. Flattern, wir brauchen Flattern. Schwebauge hat Flattern. Okay, die nehmen wir mit. Und damit würde ich sagen, das sehen wir uns dann morgen wieder an, wie es jetzt hier weitergeht. Also auf alle Fälle Windresistenz und Flattern ist gefordert und Schlagen. Kaputt schlagen. Das sind die, die man schon mal braucht. Also
Macht's nach, macht's besser, euer Rico.